Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. In der heutigen Folge geht es um einen Couchtisch, den ich mir aus diesen drei Balken bauen werde. Die liegen schon seit 2 Jahren bei mir im Nebenraum, sind echt super schön trocken und auch sehr massiv und stabil. Ich bin jetzt gerade dabei, die Oberfläche mal so ein bisschen runter zu hobeln, um zu gucken, wie das Holz drunter aussieht. Es sieht wirklich sehr, sehr nice aus, wirklich sehr hübsch und schön glatt, ja. Aber es ist auf jeden Fall viel Arbeit. Ja, und ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Ihr schaut mir dabei zu und hoffe, dass das am Ende doch was Gutes wird. Also, los geht's. Thank you.
Ihr habt gesehen, liebe Freunde, ich musste mich etwas beeilen. Bevor der Leim trocknet, mussten alle Zwingen dran. Ich habe jetzt alles schön festgezogen. Und ja, jetzt werde ich nur noch gerade die Leimreste abkratzen, abwischen, so dass ich das nachher nicht im trockenen Zustand machen muss, das Ganze abkratzen. So kann man das schön mit Wasser besprühen, abwischen und alles andere kann man später ganz einfach abschleifen. Das werde ich erstmal so ein paar Stunden, vielleicht sogar die ganze Nacht über so lassen. Der Kompressor. Ich will da jetzt nichts riskieren, es soll jetzt in dem Zustand bleiben und ja, trocknen. Natürlich war ich wieder ungeduldig und habe um 4:30 vor der Arbeit noch die Zwingen abgemacht und die Verbindung kontrolliert, ob das alles super gehalten hat, ob es da irgendwie irgendwas in die Hose gegangen ist oder nicht. Es ist bisher alles okay. Ich werde jetzt den überschüssigen Leim, der getrocknet ist, abkratzen und dann kann es eigentlich weitergehen mit dem Schleifvorgang. So, jetzt fangen wir einfach mal an, das Ganze einzumassieren. So, nach einer halben Stunde Abbindezeit werden wir mal die Zwingen lösen und schauen, wie das jetzt mit dem PU-Leim geworden ist. Also die Fuge, die ist auf jeden Fall schön dicht. So, jetzt mache ich hier weiter und werde gleich von 80, 120, 180 auf 240 hochgehen. So, die Füße sind geschliffen. Auch hier die Kanten mal ein bisschen gebrochen. Das heißt, auch mal über die Kanten
eine leichte Faser reingemacht, damit es nicht splittert, das Holz. Genauso wie hier auch an der Platte. Hier in dem Bereich werde ich zwei dicke Dübel reinsetzen. Damit ich hier eine Orientierung habe, habe ich mir die Markierung gemacht und später werden wir diese Bohrung dann natürlich auch in die Füße machen. Hier habe ich die Zentrierspitzen, das sind 10er mit 10er Dübel, 10er Zentrierspitzen. Hier nehmen wir jetzt hier den 10er Bohrer raus, hier noch diese Abstandhalter. So, und rein damit. Jetzt kommen die Zentrierspitzen hier rein. Die setzen wir jetzt in die Löcher, in die Bohrungen. Wir schauen uns das Ganze jetzt an und setzen langsam, vorsichtig, das Ganze auf die Markierung und hau oben einmal drauf. Und so haben wir dann die Markierung übertragen. Auch hier bohren wir jetzt mit dem Bohrer 22 mm rein. Jetzt nehmen wir diese Zentrierspitzen raus, setzen unsere Dübel rein. So, jetzt kommt hier wieder der PU-Leim. Leute, ich kann euch nur empfehlen, nehmt auf jeden Fall hier Handschuhe, Einweghandschuhe, so Gummihandschuhe, weil das Zeug, wenn das einmal auf den Fingern haftet, ja, dann ist es fast vorbei. So, den Leim hier schön auftragen. Weil das hat wirklich nur 5 Minuten. Ihr habt 5 Minuten Zeit, das Teil. Dann fängt es nämlich an zu schäumen, sich zu auszudehnen, sage ich jetzt mal. Hier noch ein bisschen Leim in die Löcher und hoffen, dass das jetzt funktioniert. Das sollte vom Gewicht her reichen. Jetzt gehen wir auf die andere Seite und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt nehmen wir mal gerade die Gewichte ab und hoffen, dass es jetzt stabil genug ist. Habe nämlich vorhin auf Instagram die Community gefragt, ob jemand hier mit dem PU-Leim Erfahrung hat. Es soll auf jeden Fall gut sein. Genauso sieht das nämlich aus, wenn es schön hart geworden ist. Der Leim, der geht auf. Es ist so ähnlich wie Bauschaum. Es ist bombenfest. Ja, der Kleber, der PU-Kleber, der ist wirklich super stabil. Ich werde das jetzt weiterhin mit dem Antikwachs behandeln. Jetzt kommt dieses Öl drüber. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, auf eine gewachste Fläche mit dem Öl drüber zu gehen. Aber naja, ich versuche es auf jeden Fall und bin einfach mal gespannt, wie das Endergebnis aussieht. Boah, das sieht echt geil aus. Es sieht echt schön aus. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Der Farbton gefällt mir sehr, sehr gut. Ich weiß überhaupt jetzt gar nicht, ob es Sinn macht, auf eine gewachste Oberfläche Öl aufzutragen, weil letztendlich wird das Öl ja vom Holz nicht aufgesaugt, weil die ja versiegelt ist. Die Füße, da gehe ich gleich nochmal dran. Liebe Freunde, ich bin wieder glücklich, ein Projekt wieder fertiggestellt zu haben. Aus Baubohlen, aus irgendwelchen Resten wieder mal ein kleines, aber feines Möbelstück gebaut zu haben. Ja, ihr habt gesehen, es war einiges an Arbeit. Hobeln, 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 schleifen, dann am Ende die Oberflächenbehandlung. Mir gefällt es auf jeden Fall vom Farbton her. Ob es jetzt zur Einrichtung passt, weiß ich noch nicht, werden wir gleich sehen. Ich werde euch auf jeden Fall noch ein paar Aufnahmen zeigen. Und ja, auch wenn es nicht passt, dann kommt es halt auf den Balkon. Wie auch immer, im Garten, auf dem Balkon, auf der Terrasse, sieht das sicherlich genauso gut aus. Liebe Freunde, wenn es euch auch gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen hoch und vergisst bitte nicht zu kommentieren. Mich interessiert es auf jeden Fall, was ihr über das Projekt denkt. Nicht nur das Endergebnis, sondern auch mal die Arbeitsschritte. Falls ihr irgendetwas wissen wollt, Informationen, dann schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Ich werde mich auf jeden Fall nochmal melden. Zu den verwendeten Materialien, da gibt es auf jeden Fall einen Link dazu in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne nachschauen. In diesem Sinne, Leute, falls ihr Bock habt, mich zukünftig in meinen Projekten zu unterstützen, schaut doch einfach mal auf meiner Amazon-Wunschliste vorbei. Das war's. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Video, würde ich sagen. Ich werde erstmal Urlaub machen und dann kann es wieder weitergehen. Macht's gut, Leute. Bis dann. Tschüss.